Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Danganronpa. Beim letzten Mal haben wir versucht zu copen, nachdem wir drei unserer Klassenkameraden verloren haben. Aber nach so einer kleinen Weile haben wir uns so ein bisschen gefasst. Nicht wirklich eigentlich, aber wir versuchen's. Und wir haben unser tägliches Leben. Bisschen Freizeit, dies, das, Ananas, ihr wisst schon Bescheid. Wir verlassen mal die Gegend und ich habe gefragt, mit wem wir Zeit verbringen wollen, ja. Es gab viele, viele verschiedene Takes. Viele Leute, die ganz verschiedene Charakter sehen wollten. Was ich sehr cool fand, ich glaube, die absoluten meisten, die Leute angesprochen haben, waren Chihiro und, wo ist Mondo? Mondo, hallo? Mondo Schmondo. Na, Leon, den gibt's nicht mehr. Yes, nee, du auch nicht. Difumi auch nicht. Niemand hat Difumi gesagt, glaube ich. Ich glaube wirklich absolut niemand. Einige Leute waren auch für Celeste, aber ich glaube, nach dem letzten Part war sie nicht mehr so beliebt, genauso wie Toko. Da waren auch Leute so, ich habe vorher Toko gesagt, aber vielleicht doch nicht. Da ist Byakuya, da ist Mondo. Und Mondo ist direkt gegenüber bei uns, ja nice. Wir können hier ein bisschen rumlaufen, ein bisschen erkunden, dies, das machen. Ich kann mal in den Shop auch gehen, oder? Na, ich weiß generell jetzt gerade gar nicht, ne? Wo können wir überall am besten hin? Einfach mit Leuten reden. Ich werde mir überlegen, dass ich vielleicht so eine kleine Mischung versuche aus ein bisschen... ich weiß halt nicht, ob man Freetime-Events alle in einen Charakter steckt oder sie ein bisschen aufteilen möchte. Ich habe keine Ahnung, ja? Also machen wir ein kleines Experiment und teilen uns vielleicht ein bisschen mit Mondo und Chihiro auf, ja? So einmal Mondo, einmal Chihiro, einmal Mondo, einmal Chihiro, immer so weiter. Ist das ein Plan? Ist es ein Deal? Ich denke, es ist ein guter Plan und ein guter Deal. Na, du nicht. Aber hast du was zu sagen allgemein? Did you need something? Ciao, ein nerviges Kind. Wo drückt denn der Schuh? Was möchte ich tun? In Ruhe lassen. Ja. Ein nerviges Kind. Sie ist so pisst geworden plötzlich. Ei. Sie war ja schon immer ein bisschen mehr unhinged. Fand ich. Aber sie war mal netter vorher. Ich habe das Gefühl, dass so eine kleine Maske mittlerweile gefallen. Bei Toko aber auch so ein bisschen. Ich meine... Sie ist auf der ganz anderen Art und Weise gefallen, aber das ist okay. Hey, jemand hier im Bad? Hey, Mondo, wollen wir männlich mal baden gehen? Nein, er ist nicht hier, okay. obwohl, Moment, ich kann ja wirklich rein, ne? Ich weiß übrigens, ich könnte über F1 die Charakter finden. Aber ich dachte, ein bisschen rumlaufen ist vielleicht auch nicht schlecht. Na, wisst ihr was, ich glaube, wir machen es doch so. Sonst brauchen wir wirklich lange, glaube ich, teilweise, um die Leute zu finden. Eine Person ist in ihrem Zimmer. Oh, Toko. Toko ist in ihrem Zimmer, ich verstehe. Gehen wir mal in den Flur. Schauen wir da mal nach. Hallo? Moment hier. Da weiter. So. Sorry, erstmal einen Schluck Kaffee trinken. Das ist wichtig, ja? Trinken ist immer wichtig, wenn man hier viel redet. Vor allem sowas wie Kaffee, was echt nicht nützlich ist, aber hey. Obwohl, Moment, wenn ich gute Geschenke finde, dann könnten wir vielleicht wirklich viel mehr Freetime-Events haben. Ich erinnere mich daran, wir haben bei Sayaka jetzt nicht ganz geschafft, alle Freetime-Events so optimal auszunutzen. Oftmals stand da, wir haben ein bisschen Zeit miteinander verbracht, ne? Probieren. Warum nicht? Ja. Schauen wir mal, was wir alles bekommen können. Bisschen Gacha-Time. Let's go. Und was haben wir? Ist das ein... Was war das? Was war das überhaupt? Oh. Ich frage mich, ob es nur blaue Kapseln übrigens gibt. Das ist ein kleines Radio. Oh mein Gott, das ist Technik. Chihiro mag doch Technik, oder? Das ist doch genau das Richtige. Das ist ein Stein. Das ist ein Stein, okay? Das ist, ich weiß doch auch nicht, was das ist, Mann. Ich weiß doch auch nicht. Und was ist das jetzt? Was ist eine fucking Armband? Obwohl, wieder für Chihiro. Armbanduhr, perfekt. Perfekt für sie bestimmt. Technik. Alles, was Technik ist, mag sie doch bestimmt, ja? Ist das... Was war das überhaupt? Oh, hey, nochmal eine Armbanduhr. Vielleicht sollte ich irgendwann mal mehrere Sachen reinwerfen. Das sind einfach nur Blätter. Na, damit senke ich die Rate jetzt eigentlich auch nicht wirklich massiv, ne?
Das ist sowieso das Ding. Ich glaube, die Rate willst du ab irgendeinem Punkt ordentlich ändern, damit du den Rest bekommst. Was zum Fick war das? Oh. Oh, hey, eine Pistole? I guess. Was würde Mondo mögen? Irgendwas Cooles, irgendwas Gangmäßiges, oder? Oh, hey. Ich kenne eine Person, die sich über diesen Tee freuen würde. Aber haben wir denn die extra Milchkanne dafür? Hm? Oder etwa nicht? Oh, guck mal, einfach eine Flasche Wasser. Das würde bestimmt Sakura mögen, weil Training und so, ne? Boah, 17 Münzen, um auf 0 zu kommen. Boah. Boah. Gibt es so wenig Items oder was ist da los? Oh, guck mal da. Das ist bestimmt wieder für Celeste. Dass die Musik auch immer wieder neu startet hier, ne? Was war ich da gerade sehen? Was habe ich da gerade vernommen? Oh, hey, nochmal ein Kaffee. Let's go. Oder Tee. Bin mir unsicher. Ich meine, Tee mit so einer Farbe sollte irgendwie existieren, ne? Ein Film. Bestimmt was für Mondo, ja? Komm, wir nehmen noch ein Item mit und dann suchen wir die beiden mal. Oh, hey, Cup Noodles. Lecker Schmecker, let's go. Oh. Ich meine, wenn ich es besser machen würde, es wäre besser, wenn ich langsam ginge. wenn ich es optimal machen wollen würde, wahrscheinlich mit der Freizeit, ja, dann müsste ich wahrscheinlich nachschauen, was die Charakter wirklich für Items haben wollen würden. Aber ich denke, das wäre langweilig, oder? Also ich kann mir vorstellen, dass hier einige Leute sind, die sagen, ah, Fully, stört mich nicht, mach ruhig. Aber ich denke, nee. Hey, Fumi, was geht, na? Alles gut bei dir, Dickerchen? Ich hoffe doch, ich hoffe doch. Ich dachte auch übrigens, ich würde ihn viel weniger leiden können, als ich es tue. Aber vielleicht ist sein Skript ja auch ein bisschen toned down. Aber irgendwie, er wirkt einfach nur wie ein massiver Vollidiot. Aber nicht zu anstrengend. Oh, hey. Oh ja, das ist auch eine Sache. Eine Person wollte auch unbedingt mehr von Kyoko lernen. Ich meine, vielleicht, hoffentlich, wünschen wir uns das mal. Haben wir mehr Möglichkeiten dafür, ja? Wir sind ja auch erst in Chapter 2. Ja, also ich meine... Wie viele Morde erwarten wir denn jetzt hier, ne? Wie viele Tode? Ich meine, gut, am Anfang haben wir ein paar Leute schnell verloren. Aber das sollte keine Konstante sein. Hoffe ich. Hoffentlich. Es sei denn, irgendjemand ist so, ja, ich habe alle Zeugen erledigt. Niemand weiß mehr irgendwas. Oh, okay, F1. Ist hier überhaupt irgendjemand, den ich suche? Ja, Chihiro ist hier. Irgendwo im Flur. Dann passt doch. Oh, du stehst hier beim Pool, Kleines. Na, alles gut? Oh, was soll ich tun? Ich weiß es nicht. Oh, Makoto, seit wann bist du hier? Was möchte ich tun? Zeit verbringen. You're right. Ja, ich muss reden. Bitte bleib ein Weilchen hier. Haben wir nur Zeit verbracht? Ich tröstete Chihiro. Wir kamen uns heute näher. Möchtest du etwas verschenken? Ja, auf jeden Fall. Was möchte ich verschenken? Feuertee? Nein. Croissant? Es ist ein Croissant, aber es ist ein sehr verbranntes Croissant, ne? Militärration, das ist vielleicht was für Sakura oder so. Liebesring? Ich weiß nicht, ob das etwas für dich ist, Chihiro. Eine Armbanduhr vielleicht, ja? Nee, ich gebe dir das Radio. Ich denke, da... Oder die Kopfhörer noch besser. Ja, ja, ja. Nein? Wirklich? Ich meine, dein Spitzname... War dein Spitzname nicht was mit Häschen oder so? Really? Oh, no! Das ergab so viel Sinn in meinem Kopf. Ich bin dankbar, wirklich, aber... Es reicht bereits, dass du an mich gedacht hast. Ich glaube nicht, dass sie es mochte. Oh. Miese Brise. Ey, wir haben ja noch ein Event, ne? Ich habe immer noch viel Zeit. Ich kann dir nicht einfach sitzen bleiben. Das ist wahr. Suchen wir mal Mondo jetzt. Wie gesagt, wir machen abwechselnd. Koko? Nein. Kyoko? Nein. Oh. Ihr seid beide im Waschraum. Hey, let's fucking go. Rein da. Kann ich da nicht mich porten? Kann ich nicht? Scheinbar kann ich nicht. Aber hey, wir sind direkt hier beim Waschraum. Passen. Hey, was geht ab, Boys, ne? Dann reden wir mal ein bisschen mit Mondo. Und dann am nächsten Tag, hoffentlich, haben wir bei beiden dann ein Event freigeschaltet. Hey, Mondo. Hey, wibbert hier raus. Ein Strand wäre geil.
Was möchte ich tun? Zeit verbringen. Hell yeah. Na klar, was sollen wir machen? Ich meine, immerhin ist er offen dafür. Ich verbrachte etwas Zeit mit Mondo. Wir kamen uns heute näher. Möchtest du etwas verschenken? Ja, auf jeden Fall. Was möchte ich denn verschenken? Ein bisschen Wasser. Croissant, nee, Nudeltopf. Nudeleintopf. Das sind Cup-Noodles. Ich weiß nicht, ob er die Militärrationen mögen würde. Ich glaube, bisher habe ich so oder so echt kein Glück gehabt, was mein Zeug anging. Die Armbanduhr, die Kopfhörer, nee. Neues Radio, nee, das auch nicht, oder? Ein Magazin. Stimmt, mag er ein Magazin, oder? Hey, come on. Sorry, braucht den Scheiß nicht. Ich glaube nicht, dass er es mochte. Yo. Hey, Makoto. Was hast du für ein Baby? Hä? Huh? Baby? What? Ein Motorrad! Ich hab keins. Huh? Was? Du bist kein Kind mehr, richtig? Und du hast immer noch kein Baby? Jesus Christ. Gott, du Muttersöhnchen. Oh, sorry? Yo. Ich gebe dir mal ein Beispiel. Echter Mann fährt ein Kawasaki, okay? Das ist meiner. Immerhin, mit ihm haben wir aber jetzt ein Gespräch, ja? Mit Chihiro haben wir es leider nicht geschafft. Hell yeah. Du musst sie mal sehen, Alter. Dieses Monster hat es in sich. Natürlich kann nicht jeder sie fahren. Man braucht Können. Du liebst so wirklich dein Motorrad, was? Stop fucking Natürlich tue ich das. Bin ein verfluchter Biker, oder? Wir sind alle verrückt. Genau, du warst Anführer der größten Biker-Gangs dieses Landes, richtig? Hell yeah. Ich bin immer noch der Anführer der Crazy Diamonds. Oh mein Gott, das hat mir jemand in den Kommentaren geschrieben und ich wusste das nicht. Die Crazy Diamonds. Oh, er ist wirklich eine kleine JoJo Part 4 Anspielung, ja? Willst du mal mitfahren? Das geile Geräusch, dass du durch das gerade Rohr schießt, eh? Heiß. Gerades Rohr? What? Komm, Mann, du musst doch wissen, was ein gerades Rohr ist, oder? Dann fehlt doch etwas, oder? Deswegen macht es dieses Geräusch. Kein Schalldämpfer, keine Ahnung, eine Zigarette. Kein Schalldämpfer? Meinst du das? Eine Zigarette ergibt ja keinen Sinn, oder? Das ist doch, wenn das Motorrad keinen Schalldämpfer hat, richtig? Hell yeah! Aha! Du hast den Platz neben mir verdient, wenn wir das nächste Mal fahren. That's true. Mann, das erinnert mich an meine ersten Stunden in der Gang. Yo. Mein großer Bruder fuhr auch immer mit. Sein Name ist Daya. Daya und Mondo, zusammen wurden sie die Diamond Brothers genannt. Jeder Typ kannte sie. What? Natürlich war ich der What? Coolere. Die Diamond Brothers? Das ist irgendwie beeindruckend. By the way. Das erste Mal, dass ich auf meinem Baby saß, war ich weit hinten. Dann kamen die Bullen und umzingelten mich. Ich war ein tiefer Scheiße, Mann. Aber ich fuhr weiter und als sie mir zu nahe kam, es war ein Massaker, um es nett auszudrücken. Bro. Ein Massaker? Mann, Mondo, du musst bestimmt stark sein. Natürlich bin ich stark, 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 stark. Ich bin der Anführer der Gang, deswegen bin ich stark. In einem Kampf fokussieren sie sich immer auf den Anführer. Deshalb muss ich stark sein. Den Anführer der Gruppe zu töten, zerstört die Moral der Verbleibenden, verstehst du? Wenn du also ein Anführer einer großen Gruppe sein willst, musst du stark wie ein Hurensohn sein. Ich verstehe, Mann. Es tut mir leid. Musst du stark wie ein Hurensohn sein. Oh mein Gott. Okay, ich habe mich beruhigt, glaube ich. Yo. Du wirst verstehen, was ich meine, wenn wir unsere erste Tour haben, Makoto. Eigentlich will ich nicht in so etwas involviert sein, Mondo. Und wie du bereits gesagt hattest, habe ich kein Motorrad und ich weiß nicht einmal, wie man eins fährt. Hell yeah. Dann sitzt du einfach hinter mir, Mann. Mit Mondo fahren? Aber die anderen Gangs wollen die doch tot sehen, oder? Nein, nein, Hell nein. Yeah. Hey, bereite dich schon mal vor, wenn wir endlich hier raus sind. Verdammt, ich hab Bock gerade. Mein Baby wartet schon auf mich. Mondo ging mit einer guten Laune weg. Scheiße, das ist schlecht. Selbst wenn ich herauskomme, bin ich wahrscheinlich noch in Schwierigkeiten. Mondos Bericht wurde anhand deiner Erfahrung aktualisiert. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Verloren ging ich zurück auf mein Zimmer.
Naja, das Event hat sich ja gelohnt. Vielleicht können wir am nächsten Tag Glück haben mit Chihiro. Und vielleicht habe ich dann ein besseres Item geschenkt für sie. Hey, Monokuma. This is a school and it's outside. Soon the door Don't let to the back bugs bite. Okay, then. Oh, heute ist meine Stimme sowieso in Topform, merke ich gerade. Ein weiterer Tag ist futsch. Und obwohl dieser Tag zu Ende ging, ist dieses Spiel noch lange nicht zu Ende. Lange wird es anhalten? Das ist eine gute Frage. Ich konnte wegen des ganzen Stresses nicht einschlafen, bis es fast Mitternacht war. Monokuma Theater! Ja, da haben Leute auch gesagt, ich hab's auf Englisch auch nicht verstanden und auf Deutsch gibt's auch keinen Sinn. Sofern ich ein süßes Mädel sehe, muss ich hingucken. Ich kann nicht anders. Ich muss es mir ansehen. Und an einem anderen Tag fuhr ich zum nächsten Bahnhof. Ha? 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 Ach ja, okay. Wenn ich ein süßes Mädchen sehe, muss ich es anschauen, ja? Und dann ging ich zum Bahnhof und dann schaute ich mich im Spiegel an und es war nur ich. Hä? Es wäre besser, wenn ich direkt in die Cafeteria ginge. Oh, haben wir keine Freizeit gerade? Oh, wir gingen verlassen? Ja. Hm. Ich bin ehrlich gesagt verwundert. Bei Sayaka hatten wir echt viel Zeit für Freizeit, ha? Huh? Naja, schauen wir mal. Vielleicht haben wir auch einfach nur jetzt Anfangsbesprechung und dann Freizeit. Ich ging zum Frühstück, wie immer. Dennoch. Aber? Sind das alle? Yakuya und Toko sind gestern empört weggegangen. Also überrascht es mich nicht, dass sie nicht kommen. Sogar der Tisch sieht größer aus. Wahrscheinlich, weil drei Menschen tot und zwei abwesend sind. Ja. Fünf Leute fehlen, das ist ein Drittel, der bereits nicht kommt. Jedenfalls, Byakuya verstehe ich noch. Aber sollen wir nicht lieber nach Toko schauen? Nein, sie nervt ab. Wie kalt. Es ist warm hier. Byakuya ist das Hauptproblem. Wenn wir nicht aufpassen, dann wird er jemanden töten. Das weiß jedes Kleinkind. Wir haben keine Wahl. Wo ist ein Seil? Wir müssen ihn einfangen. Das ist ein bisschen zu extrem. Er hat recht. Wir sollten lieber aufpassen, was wir machen. Sonst starten wir einen Krieg. Das wäre ein schlechtes Resultat. Was raus, du, hä? Ein Krieg starten? Ich bin ein Nichtraucher. Du rauchst! Na und? Oh, was ist los, Chihiro? Oh, Selbsthass. Oh, no! No! Was? Oh? Selbsthass? Nachdem Yakuya mich angesprochen hatte gestern, konnte ich nichts sagen. Es war wie eine Barriere. Ono hatte mich schließlich gerettet, bevor es eskalierte. Und selbst er hatte gesagt, dass ich mich nicht wehren konnte. Ah, verstehe. Ono hat dich traurig gemacht. Was? Warum ist es meine Schuld? Ihr wollt nicht böse sein, aber Mädchen müssen nun halt beschützt werden, richtig? Ich glaube, du meinst es gut, aber ganz schön sexistisch, mein Freund. Holst du? Die wollen, weil du sie anschreist. Hey, komm schon. Alles meine Schuld, okay? Ich werde das in Zukunft nicht mehr tun. Echt? Das glaube ich nicht. Klappe da hinten! Ich hab's. Ich werde dir ein Mannversprechen geben. Ein Mannversprechen? Yeah, that's right. Ich habe ich das bereits erwähnt, aber seitdem ich ein Kind war, gab es eine Sache, die mein Bruder ständig und ständig wiederholte. Er sagte, dass egal was kommen möge, ein echter Mann immer sein Versprechen hält. Aber. Aber? Er ist tot. Oh. Verstehe. Jedenfalls will ich nichts darüber sagen. Yo. Vertrau mir einfach, ich beschütze dich. Das ist ein Mannversprechen, Chihiro. Thank you. Mondo. But. Aber dennoch bin ich nicht zufrieden mit mir.
Ich muss stärker werden. Stärker und stärker. Wenn ich so schwach bleibe, dann wird mich alles zum Weinen bringen. Das ist nicht gut. Trotzdem musst du dich nicht so besessen fühlen, stärker zu werden, Chihiro. Nein, ich will stärker werden. Vielleicht sollte ich trainieren. Dann wäre ich glücklich, wenn ich dir beistehen könnte. Aber Chihiro würde tausendkleine Stücke zerschlagen werden! Just a second. Sei still! You know? Oh, jetzt lachst du? I see. Ja. Thank you. Vielen Dank. Endlich ist das Leben in Chihiros Gesicht zurückgekehrt. Wenn wir uns weiterhin so unterstützen, dann werden wir diesen Kackort bald verlassen. Ich meine, irgendwann. Bestimmt. Trotzdem ist unser größtes Problem momentan er. Was kann ich tun, damit ich ihn besser verstehe? Okay, was soll ich also heute tun? Freizeit! Das war doch ganz interessant, was mit Chihiro und Mondo zu sehen, oder? Was ein lustiger Zufall. Okay, wo seid ihr beiden? Wo seid ihr beiden? Chihiro? Mondo? Irgendjemand im Bad? Nee, das ist die Mensa. Ich sehe schon, Celeste ist da gerne. Sind die immer an den gleichen Orten? Kann das sein? Ich meine, würde vielleicht ein bisschen Sinn ergeben, dass sie im Kapitel immer an den gleichen Orten aufzufinden sind. Dann, hier rein und die Treppe nach oben. Und dann im Flur war irgendwo Chihiro, richtig? Hoffentlich, ich schenke dir das Radio. Diesmal schenke ich dir das Radio und damit werde ich doch bestimmt Glück haben, oder? Oder? Hoffentlich. Hallo? Moment, umdrehen. Nee, Sekunde. Sie ist doch nicht hier vor dem Pool. Was? Sie könnte im Trainingsraum sein. Sie ist aber hier im Flur. Aber sie steht nicht genau gleich. Hast du sie gesehen, Dickerchen? Ah, hier ist sie. Na, what's up? Hello there. Guten Tag, Makoto. Wie nett von dir, dass du mich ansprichst. Was möchte ich heute tun? Zeit verbringen. Yay. Supi, das macht immer Spaß mit dir. Chihiro und ich hatten eine gute Zeit miteinander. Wieder kein Event, oder? Oder doch? Wir kamen uns heute näher. Obwohl, doch, ich kann jetzt was verschenken und dann könnte ich vielleicht ein Gespräch haben, ne? So, wo ist das Radio? Radio, 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 Armbanduhr ist auch gut. Kopfhörer mag sie scheinbar nicht, das Radio vielleicht. Komm schon, ne? Süß. Ein Kinderradio, das kein Signal besitzt. Sehr neu. Thank you. Ja, ja, ja! Das war was Besseres. Let's go! Vielen Dank, Makoto. Ich habe noch nie so etwas bekommen. Ich habe den Eindruck, dass sie es mochte. Nein. Nein. Was ist los, Chihiro? Oh, es tut weh. Oh, bist du verletzt? You know? Oh, nun, ich schätze nicht. Ich wurde gestern bloß von einer Mücke gestochen. Einer Mücke? Oh, ich dachte, das wäre etwas Ernstes gewesen. Oh no, sie stirbt! Huh? Oh, das wollte ich nicht. Tut mir leid. Du musst dich nicht entschuldigen, Chihiro. Aber du sagtest, dass es weh täte? Hat sie so feste gestochen? Ja, schau. Sie zeigte mir ihren Arm. Ein großer roter Fleck war auf ihrer blassen Haut zu sehen. Oh Gott! What should I do? Es juckt nicht mehr, aber tut mittlerweile weh. Warum sind hier Mücken drin? Aber warum ist das so groß? Hat sie dich gestochen, als du geschlafen hast, oder? You're wrong. Nein, ich war wach. Aber warum hast du es nicht bemerkt? Nein, ich habe es bemerkt, aber... Aber? You know? Und ich habe einen kleinen Biss gespürt. Und dann sah ich nach unten. Aber ich habe nichts getan. Ich habe zugesehen, wie mein Blut getrunken wurde. Du hast zugesehen? Warum hast du sie nicht getötet? Huh? Weil ich dann ein Mörder gewesen wäre, oder? Menschen, die Insekten töten, sind keine Mörder. Mach dir keine Sorgen. You know? Aber sie war ziemlich hungrig. Sie saugte so viel Blut heraus. Wenn sie so hungrig wäre, wäre es traurig gewesen, es ihr zu verbieten. Findest du nicht auch? Aber es war nur eine Mücke. Mücken sind aber auch Lebewesen. Die haben vielleicht ihre eigenen Familien. Tut mir leid, ich weiß, das ist dumm, aber... Nein, ist es nicht. Du musst dich nicht entschuldigen.
Aber juck dich nicht daran, okay? Das wird alles nur noch schlimmer machen. Matt. Aber es juckt so sehr. Wenn das der Fall ist, nimm einfach einen Fingernagel und drücke die Blase in die Haut. Das hilft. Bro, nein, nein, nein. Was? Nein. Das ist eine ganz schlechte Idee. Was gibt's hier für Vorschläge, Mann? Makoto, nein, wie schüttelst. Huh? Was? Stimmt das? Du bist so klug, Makoto. Nein. Als sie das gesagt hatte, lächelte sie wie ein kleines, süßes Tierchen. Ob sie das wohl extra macht? Aber findest du nicht auch, dass es komisch ist? Dass was komisch ist? You know? Wie kam eine Mücke herein, wenn die Schule gar keinen Ausgang hat? Yes! Vielleicht gibt es in dieser Schule eine Art Naturplatz, wo Pflanzen wachsen, Insekten sind und so weiter. Ein Naturplatz? Ich kann nicht behaupten, dass es ihn nicht gibt. Oder? Vielleicht existiert ein Geheimgang irgendwo, der uns herausführt. Ein Geheimgang? Es wäre nett, aber wir kommen auch ohne einen hier heraus. Oh, es wäre nett, aber wir kommen auch ohne einen hier heraus. Wenn wir zusammenarbeiten, schaffen wir das. Stimmt, das ist wichtig. Matt, natürlich ist es das, aber wie kann ich helfen? Ich bin eher nur eine Bürde. Das stimmt nicht. Jeder hilft auf seine eigene Art und Weise. Wirklich? Jupp, wir müssen uns nur anstrengen. Mein... Du bist bestimmt... irgendwo nützlich. Du kannst bestimmt irgendwas hacken, wenn wir dich brauchen. Oder du steigerst die Moral, weil niemand auf dich böse sein kann. Ich meine, sowas kann wichtig sein, okay? Oh. Ja, wir müssen uns anstrengen. Thank you. Danke, Makoto. Danke. Chihiros Bericht wurde anhand deiner Erfahrung aktualisiert. Du hast einen Fähigkeitspunkt erhalten. Nice. Ab aufs Zimmer und mehr Zeit. Mondo Time. Und wo finde ich den Großen? Ich habe noch etwas Freizeit. Ja. Und ist Mondo hier? Schulkarte. Ich sehe auch gerade von der Länge. Ich merke ganz gut. Ja, ich habe die richtige Entscheidung gestern getroffen. Zu sagen, yo. Okay, sie sind wieder genau da. Zu sagen, yo, die Freizeit machen wir heute extra. Weil es dauert schon ein bisschen. Ist ja auch nicht schlimm. Besser als wenn ich es dann irgendwie rushe, weil ich dann keine Zeit habe aufzunehmen oder so. Oh. So, Mondo, was geht? What? Was willst du denn? Was möchte ich tun? Zeit verbringen. Hey. Willst du mit mir chillen? Verstanden. Piece of shit. Wirf dich nieder, wir tanzen! Okay. Ich hatte eine sehr aufregende Zeit mit Mondo. Wir kamen uns heute näher. Möchte ich was verschenken? Ja, auf jeden Fall. Ja, was wäre sein Ding? Militärration? Nee, Liebesring. Das wäre ja noch der Hammer Armbanduhr, ich weiß ja nicht. Das Magazin fand er doof, ne? Löwenzahn, nee. Kirschblüten. Moderne Schusswaffe. Oder vielleicht ist das was für Hifumi? Globus. Tränenjuwel. Notizblock. Knopf. Vulkanstein. Moment. Knopf wegen seiner Jacke? Vielleicht ist das wirklich was für ihn. Moment. Oder es wäre vielleicht eher was für Dingens, ne? Oh, ich habe keinen mehr. Ups. Kann ich irgendwie raus? Ja, ich will hier... Ja, danke. Ich will hier raus. Vulkanstein. Braune Puppen. Das ist sowas von... Was für, Dingens, ne? Schulwappen. Schläger. Immerhin schön, dass ich den Schläger bekommen habe, aber... Moment! Ich meine, er ist ein Gangmitglied. Der mag bestimmt einen Baseballschläger, um Leute zu verprügeln, oder? Ein Schläger, der einem Studenten das Leben genommen hat, dient als Beweis für die Mordspielgültigkeit. Dieser Gegenstand wird denjenigen verliehen, die Kapitel 1 beenden. Moment, was? Kannst diesen Gegenstand nicht verschwenden? Dieser ist schließlich ein Schlüsselgegenstand. Oh, ist es? Ja, danke, dass mir das Spiel so sagt.
Nudeln? Militärration? Hell yeah. Ah, kann ich das haben, Herr Max? Danke, Mann. Bedeutet das, dass er es mochte? Ah, verdammte Scheiße. Bastard! Verdammter Hurensohn! Was ist los? Warum bist du so wütend? What? Warum ich wütend bin? Warum? Ich muss hier raus, ich muss zu meinem Baby und fahren. Es fuckt ab, Alter. Scheiße! Ich weiß, wie du dich fühlst, aber versuch ja nichts Komisches, okay? Hey, wie wäre es mit 1 gegen 1? 1 gegen 1? Yo. Chill, ist nur Bare-Knuckle Brawl. Keine Waffe, was sagst du? Was? Hast du mich nicht gehört? Bare-Knuckle Brawl! Ich sollte mir überlegen, was überlegen, und zwar schnell. Wenn er Bare-Knuckle Brawl sagt, dann muss er doch das meinen. Bare-Knuckle Brawl? Ein K.O. Schlag? Ein Schlag K.O.? Nahkampf? Vielleicht will er sich wirklich prügeln. Scheiße. Ein Nahkampf? Na klar, ich nenne es zwar nicht Nahkampf, aber so wird es überall genannt. Halt mal! Freunde können sich nicht so bekämpfen. Aber nur so kann man seine ganze Energie verbrennen. Aber ich habe noch nie mit jemandem gekämpft. Oh, ich weiß. Warum fragst du dich Sakura? Was? Du kannst auch mit ihr trainieren, oder? Du musst sie ja nicht bekämpfen, sondern nur trainieren. Du bist so ein Arschloch, ich kann doch kein Mädchen schlagen. Und sie ist ein Mädchen, oder? Es wird meine Ehre verletzen. Meine Mutter wird mich umbringen. Ernsthaft, ich kann keine Frauen schlagen. Das bedeutet nicht, dass ich Angst vor ihr habe, du Bastard. Du musst mich nicht ständig anschreien. Ich muss schreien, Arschloch. Ich schreie, wenn ich nervös bin. Hört sich so an, als ob er wirklich gestresst wäre. Es ist einfach eine Angewohnheit, okay? Ich werde nervös im Umgang mit Frauen. Dann schrei ich und sie lehnen mich ab. Ach, ich wundere mich, warum das zusammenhängt, hä? Und deswegen habe ich letztens den 10. Korb in Folge bekommen. Es kotzt mich an. 10? Das ist schlecht. Scheiße. Und das habe ich ja eigentlich vergessen. Danke für nichts, Hurensohn. Ich muss weg. Deprimiert schlenderte Mondo weg. So viel dazu. Aber ich habe heute eine Seite von Mondo erlebt, die ich noch nie gesehen habe. Es war ein bisschen süß, aber er würde mich töten, wenn ich ihnen das sagen würde. Ach, Mondo. Mondos Bericht wurde anhand deiner Erfahrung aktualisiert. Yay. Langgesicht erhalten. Oh. Ab ins Bett. Don't let the bedbugs bite. Ja, ja. Gute Nacht, Monokuma. Schön, dass wir mal mit ein bisschen miteinander reden am Ende. Ich bin ein wenig hungrig. Vielleicht wäre es besser, wenn ich mir etwas von der Cafeteria hole, bevor sie geschlossen wird. Dann los. Oh. Hm. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Okay. Dann gehen wir in die Cafeteria. Die Gegend verlassen? Ja. Ich hätte echt immer gedacht, dass wir so ein paar Tage komplette Freizeit hätten und dann passiert halt wieder was. Du bist auch draußen. Oh, Hallöchen. Celeste, was tust du hier? Was ich hier tue? Ich spaziere bloß. Ich habe über die Zimmer der Verstorbenen nachgedacht. Ich würde gerne deren Räume sehen, weil die Türen sind verschlossen. Es muss erneut Monokuma gewesen sein. Manchmal fällt er sich echt komisch. I wonder about that. Glaubst du? Ich finde, dass seine Aktion die Liebe zum Mordspiel widerspiegelt. Er liebt seine Regeln und die Entwicklung der Aktionen. Jedenfalls kontinuiere ich jetzt meinen kleinen Exkurs. Sofern du Zeit hast, könntest du mir beitreten. Ich verzichte. I hope you are well. Ja, schade. Hier war sie wieder ein bisschen netter. Mensch, fast schon so, als ob die Personen hier vielschichtig sind, ja? Sie sind zwar alle ein bisschen... Ja, wie soll man sagen? Sie sind alle ein bisschen crazy. Oh, hier ist Chihiro. Aber, sie haben durchaus ihre Schichten, ihre verschiedenen Eigenschaften, ja? Man weiß halt... Ich denke, ein guter Charakter ist auch einer, bei dem man vielleicht nicht hundertprozentig weiß, wo man gerade steht. Beispielsweise bei Mondo. Er scheint ja irgendwie ein guter Kerl zu sein, aber auch nicht permanent, ja? Celeste ist genauso. Man ist immer sehr gespalten bei ihr.
Byakuya scheint irgendwie cool und collected zu sein, aber er wirkt auch fucking gruselig, indem er angedeutet hat, dass er Mord verüben möchte und sowas. Wisst ihr, was ich meine? Es ist halt sehr cool, eigentlich die so zu erleben. Das ist übrigens im Anime beim besten Willen nicht fast so rübergekommen, also nicht mal fast. Dafür muss man wirklich mehr Zeit mit denen hier verbringen, deren kleinen Events spielen, die kleinen Dialoge miterleben. Und dann natürlich auch immer die verschiedenen Stimmungen mitnehmen, was du wahrscheinlich in einem Pacing von einem Anime nicht einfangen kannst, weil wenn du permanent die Story vorantreibst, dann hast du so ruhige Momente, wo du nur ganz kurz mal mit Celeste redest, gar nicht drin, was ja beim Kopf bleibt, weil du hast ja als Spieler ja aktiv angesprochen, ne? Na, finde ich ganz cool. Was geht? Makoto. Hi, Makoto. Dies ist der Lagerraum, nicht wahr? Yaka behauptet, dass alle Notwendigkeiten dort drin aufbewahrt werden. Suchst du nach etwas? Kann ich dir helfen? Huh? Nein, ich schaff das alleine. Thank you. Trotzdem, danke. Nach was sie wohl sucht? Sehen wir sie jetzt vielleicht im Lager? Hm? Hier ist sicherlich auch Essen, aber ich will nicht durch die Küsten wühlen. Ab zur Cafeteria. Zudem will ich etwas Frisches essen. Die Cafeteria hat sehr viele Zutaten dafür. Ich meine, im Lager ist bestimmt auch frisches Zeug, oder? Oder ist da eher nur Dosenkram? Ja. Ich meine, immerhin haben wir einiges an Zeug hier, ne? So viel zu meinem Essen. Und jetzt auch noch so etwas. Oh, wie nervig. Augen zu und durch. Listen to me. Hey, Makoto! Perfektes Timing! Ha? Huh? Was ist los? Hey, dammit. Hey, bitte, wir bitten um einen Gefallen. Einen Gefallen? Ich habe ein schlechtes Gefühl. Okay. Hey, damn it. Komm schon, Makoto. Du musst unser Zeuge sein. Zeuge? What? Dieser Arsch hat seit Tag 1 Scheiße über mich verbreitet. Seit Tag 1? Er nennt mich ein Feigling und so. You're corrupt. Weil du einer bist. Deswegen neigst du bei einer Problemlösung zur Gewalt. Yo. Und deswegen wiederum... Hältst du dich nicht an die Gesellschaft und ziehst dich so an? Was? Du kennst mich nicht. Du weißt, dass du ein Feigling bist, aber du bist bereits so in deine Rolle vertieft, dass es dir nicht auffällt. Also sagst du, dass du kein Feigling seist, hä? Huh? Glaubst du, dass du stärker bist als ich? Natürlich! Okay, dann legen wir los. Zeig mir, was du kannst. Ich nehme deine Herausforderung an. Was? Und deshalb musst du unser Zeuge sein, Marco Boy. Marco Boy? Und was wollt ihr überhaupt machen? Hey. Es gibt ein öffentliches Bad im Erdgeschoss hier, ne? Und dort ist auch eine Sauna, richtig? I see. Verstehe. Ein Test des Durchhaltevermögens. Wir werden sehen, wer am längsten in der Sauna bleiben kann, richtig? Verdammt, ja! Okay. Okay. Wollt ihr das echt machen? Na klar. Das wird sowieso nur ein paar Minuten dauern. Leute wie er haben bloß ein großes Maul. Wie wär's, wenn wir das Ganze mit einer Herausforderung interessanter machen, hä? Herausforderung? Wir werden mit unseren Klamotten durchhalten müssen. Das ist idiotisch. Rieche ich da etwa Angst? Du wirst dafür bezahlen! Klappe! Hey, Mondo. What, asshole? You can take off your uniform, you know? Go ahead. I won't judge. And you can shut the fuck up and mind your own business. I mean, look at you. Your face is all red. What are you, one of those goddamn hot spring monkeys? It just so happens... I was born with a red face. You don't have to act all big, man. Act, you say? I'm still plenty good to go. I'm so good, I could eat a steaming hot bowl of soup right now. Geht es Ihnen gut? Ich versuchte, meine Sorgen wegzudrängen. Ein paar Minuten später? Eine halbe Stunde später? Eine Stunde später. Don't you think it's about time you gave up? What about you? You can't even hardly talk. Dumbass. Say whatever.
I'm still totally good to go. In fact, I'm starting to feel kind of cold. That's probably not good. Hey, Jungs, ich weiß, dass ihr euch beweisen möchtet und so, aber reicht das nicht bald? Was auch immer. Hey, Monokuma. This is a school announcement. As such, ja. Doors to the dining hall will be locked. An entry at point is strictly prohibited. Müssen wir nicht langsam dann raus? Okay then. Sweet dreams, everyone. Good night. Sleep tight. Don't let the bed bug bite. Hey, habt ihr das gehört? Es ist Nacht. Wie wäre es mit einem Unentschieden? In a true competition, there's no such thing as a tie. You win or you lose. That's the only thing that matters. Listen to you, you son of a bitch. Then bring it on. I'll push you right up to the gates of hell. Hölle? Oh Gott, was geht da ab? Leute? Was ist? Wenn du gehen willst, dann geh. Ich werde dir morgen sagen, wie es gelaufen ist. Kannst du der Welt sagen, dass... Bis morgen, Makoto. Und du? Wie lange willst du noch hier sein, ha? Huh? So lange, bis dein Gesicht explodiert. Gleichfalls! Gute Nacht. Ich will nicht wissen, wie lange sie dort drin verharrt haben. Aber sie werden nicht übertreiben, oder? Bis zum Tod? Dieser Gedanke verweilte in meinem Kopf, als ich versuchte zu schlafen. Monokuma Theater! Es kommen immer mehr Sachen dazu. Wenn das Schicksal nicht existierte, würde das dann bedeuten, dass deine Zukunft beim ersten Atemzug entschieden wurde? Wenn all deine was? Wenn all deine Gesterns dein Morgen erschaffen würde, besitzt dann deine Zukunft die gleichen Werte wie deine Vergangenheit? Keine Ahnung. Und deswegen lebe ich noch. Sure, Buddy. Guten Morgen! Good morning, everyone! It is now 7 a.m. and nighttime is officially over. Time to get ready to greet another beautiful day! Wird ein wunderschöner Tag. Let's fucking go! Schon morgen? Okay, los. Ich beeilte mich zur Cafeteria. Und als ich sie betrat... Was laberst du da, Bruder? Was laberst du da, Bruder? Was zur... Yo. Hey, Makoto. Vielen Dank, dass du gestern unser Zeuge warst. Oh? Sie sind jetzt Freunde? Sie sind schon den ganzen Morgen so. Auf einmal tun sie einen auf beste Kumpels. Ekelhaft. What? Ekelhaft? Das ist geil. Okay, das hat sich falsch angehört, Mondo. Ignoriere sie, Bruder. Solch ein Weib versteht die männliche Bindung einfach nicht. Eine Freundschaft zwischen Männern ist stärker als Blut. Eine Frau würde es niemals verstehen. Ain't that right. Was hast du gerade gesagt? Mann, das klang so cool. Das ist wichtiger als Tattoo. Without a doubt. Nein, Bruder, das darfst du nicht. Dein Körper ist ein Geschenk deiner Eltern, also verschmutze ihn nicht. Er hat also den Wettbewerb gewonnen. Wen juckt es? Genau, frag nicht zu dumme Fragen, Makoto. Wichtig ist, dass wir beide daran teilnahmen. Das war gestern aber total anders. I see. Freundschaft zwischen Männern erscheint mir viel einfacher als eine Freundschaft zwischen Frauen. Wow. Echt mal. Die ganze Zeit während des Frühstücks wurde die Cafeteria von der überstarken Bruderschaft von Mondo und Taka dominiert. Ich habe es vorher ehrlich gesagt bevorzugt.
Daran habe ich mich im Anime erinnert und habe mich gefragt, waren die nicht voll dicke Freunde irgendwie? Aber ja, als dann jetzt der Wettbewerb kam, ist es mir wieder eingefallen. Das war ja ein Ding. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl, das war ein längeres Ding, dass die so dicke Freunde waren als... Ja, vielleicht... Ich weiß auch gar nicht. Vielleicht sind wir auch erst in der dritten Folge vom Anime oder sowas. In echt habe ich hier jetzt schon fast 10 Stunden Spielzeit in Danganronpa, von daher... Oh, ist ein kleiner Unterschied von der Länge, ne? Okay, was soll ich heute machen? Ding Dong! Ich wunderte, wer an der Tür stand und machte sie auf. Toko? Toko? What's your problem? Warum bist du so überrascht? Bin ich wirklich so nervig? Und ich weiß das bereits. Trotzdem bin ich hergekommen. Nein, du bist nicht nervig. Ich habe mich bloß gewundert, was du von mir wolltest. Ich bitte dich um einen Gefallen. Ich will, dass du mir folgst. Und wohin? Well. Nun, ich. Die Bücherei. Ha? Suchst du nach einem Buch oder was? Warum fragst du nicht Byakuya, der so viel Zeit in dieser verbringt? Bin ich mir sicher, dass... Was ist los? Warum schreist du denn so herum? Das sollte ein Geheimnis bleiben. Ich war nie laut, aber von mir aus. Dann los, ab zur Bücherei. Verstanden. Gott, wie dominierend. Leise, sei leise, wenn wir reingehen. Bleib unten. Sie wurde zwar langsam nervig, aber ich befolgte ihre Anweisung und betrat die Bücherei. Wie zu erwarten war, saß Byakuya alleine dort, ein Buch lesend. He's here. Oh, he's really here. Okay, Makoto, go talk to him. What? Stop being so loud. Just hurry up and go talk to him. You go talk to him if you want to so bad. I can't. I don't want to interrupt him. Das ist etwas verstörend. Hey, Byakuya. Er scheint ziemlich in sein Buch vertieft zu sein. Ist es wirklich weise, ihn anzusprechen? Du. Was gedenkst du dort hinten zu tun? Dein Anblick nervt mich. Ah, du hast mich also bemerkt, was? Natürlich. Jetzt geh. Und nimm sie mit. Hey, Byakuya. Erinnerst du dich noch, als du sagtest, sei eine dominierte Frau, keine dominierende? Das habe ich nie gesagt. Nun, eigentlich finde ich, dass du so etwas sagen könntest. Es würde passen, nicht wahr? Nimm mein Bart. Du stinkst. Und Makoto, geh und nimm sie mit dir. Ich will mich nicht wiederholen, verstanden? Okay. Er hat dich ziemlich beleidigt. Vielleicht hat er einfach einen schlechten Tag. Sie scheint ziemlich deprimiert. War das wirklich so schlimm? Byakuya, dass du so weit gegangen bist! Er muss sich wohl richtig Sorgen um mich machen! Was? Er sagte, dass ich ein Bad nehmen sollte. Das bedeutet doch, dass er auf mich aufpasst. Hey, Makoto, was denkst du? Meinst du, ob Byakuya und ich ein gutes Paar sein würden? Nun, ja, keine Ahnung. Maybe. Wohl wahr, das kann man nie wissen. Aber die Distanz zwischen uns ändert nichts an der Liebe. Weil er bald seine Gefühle für mich erkennen wird und so Liebe gebärt, so funktioniert sie schließlich. Okay. Vielleicht verstehst du das auch irgendwann. Oh, junge Liebe. Ah, wer hätte jemals gedacht, dass sie solch einen Typen mag? Ja, ja. Aber solch strenge Liebe könnte vielleicht sogar gruselig sein. Wer weiß, was diese Person anstellen würde. Um ihn nur für sich zu haben.
an. Ja, ja, ja. Jetzt habe ich keinen Bock mehr. Vielleicht gehe ich erstmal auf mein Zimmer zurück. Und ein bisschen Freizeit. Woo! Let's go! Ich habe immer noch ein wenig Freizeit. Was tun? Ja, ich habe noch ein bisschen Freizeit, also let's fucking go. Was machen wir? Wir sind wieder bei Chihiro, ne? Immer Chihiro Mondo, Chihiro Mondo, Chihiro Mondo. Oh, hey, was geht ab, Mann? Ah ja, Moment. Hier ist eigentlich nur Gespräch für Dingens. Sind sie hier oder sind sie oben? Die Positionen sind etwas anders. Mondo ist zum Beispiel... Chihiro ist im Lagerraum. Was hast du denn im Lagerraum vor? Brauchst du Hilfe, Kleines? Na? Ich meine, gut, ich sehe es hier. Hier sind viele Konserven und so. Ja, 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 ja. Wie wohl der Bär aufgebaut ist? Könnte es deine künstliche Intelligenz sein? Oder wird er doch manuell kontrolliert? Was möchte ich tun? Zeit verbringen. Wollen wir uns ein wenig unterhalten? Chihiro und ich redeten ein wenig. Wir kamen uns heute näher. Möchtest du etwas verschenken? Auf jeden Fall. Was will ich verschenken? Schauen wir mal nach. Während ich mir erstmal einen Schluck zu trinken gönne. Der Liebesring, den mag sie bestimmt. Na, das wäre bestimmt was für Junko gewesen oder so, ne? Ich meine... Oder vielleicht doch... Nee, für Celeste nicht. Das passt irgendwie nicht zu ihr, oder? Wenn, dann vielleicht wirklich für Junko. Armbanduhr. Ich meine, ich hoffe, dass sie dir gefallen würde. Thank you. Ja. Vielen Dank, Makoto. Ich habe so etwas noch nie bekommen. Ich habe den Eindruck, dass sie es mochte. Oh. Oh. Was ist los, Chihiro? You know? Oh, entschuldige. Alle arbeiten so schwer und ich... Ich fühle mich so nutzlos. Das stimmt nicht. But... Danke, dass du mir helfen möchtest. Aber ich kenne die Wahrheit bereits. Ich bin völlig nutzlos ohne einen Computer. Wenn ich zumindest ein wenig stärker wäre, könnte ich irgendwie helfen, aber... Chihiro, irgendwann kannst du dich beweisen, da bin ich mir sicher. Also mach dir nicht so viele Sorgen, okay? Ich kann mich beweisen. Wenn meine Zeit gekommen ist, dann gebe ich mein Bestes. Gib mir einen Computer und ich tue alles. Höchstwahrscheinlich ja. Du bist ja schließlich die ultimative Programmiererin. Apropos, wie hast du dich eigentlich für das Programmieren interessiert? Hä? Huh? Nun ja, die meisten Programmierer sind Männer, also ist das komisch, oder? Ist das wirklich komisch? Nein, es ist nicht... Ich war nur neugierig, sorry. Ich meine, warum programmieren? You know? Warum? Es gibt nicht wirklich einen Grund. Ich war immer ziemlich schwach. Ich konnte nie mit meinen Freunden rennen oder ähnliches. Wir haben einen Computer zu Hause. Also experimentierte ich mit diesem regelmäßig. Ich fand das cool. Mein Vater war ein Softwareentwickler, also hatte er eine Menge Programme auf seinem Rechner. Ich fand eines und spielte damit. Habe Sachen hinzugefügt, gelöscht, geändert, umgeschrieben, versendet. Und so habe ich mein allererstes Programm erstellt. Interessant. Was für eine Art Programm war es? Eine Art Datenbanksoftware. Interessant, dass du eine Datenbanksoftware gemacht hast, hä? Datenbanksoftware? You know? Ein Benutzer kann mit diesem kommunizieren und es kommuniziert im Gegenzug zurück. Man kann mit dem Computer interagieren, ohne irgendwas eingeben zu müssen. Sagte, dass es den Benutzer verstehen kann, ohne dass man etwas eingeben muss. Das ist ganz schön krasse Technik. Also jetzt ohne Scheiß. Also muss das wohl Spracherkennung sein, oder? Du meinst Spracherkennung, richtig? Genau! Du könntest reden und es redet zurück. Es hat damals so viel Spaß gemacht. Und es hörte sich nicht mal nach meiner Stimme an. So hatten alle sich die Gespräche real angefühlt. Wie ein Kind, das sich selbst aufnimmt und es dann abspielt. Das Schlüsselproblem war, eine Stimme zu erkennen und diese zu verstehen. Die Genauigkeit war schwierig zu erstellen.
Es hat lange gedauert, aber ich habe es geschafft. Nimmt es nur japanische Stimmen auf oder kann es auch andere Sprachen erkennen? You're right. Das habe ich später eingestellt. Das hat überraschenderweise nicht lange gedauert. Zu dieser Zeit fand auch mein Vater heraus, dass ich mit seinen Programmen gespielt habe. Ich dachte, ich würde so viel Ärger bekommen, aber... Er sagte nur, wie beeindruckt er war. Oh. Die Software nahm natürlich Sprache auf und er nahm Schlüsselworte aus der Datenbank heraus, die passten. Mein Vater meinte, dass ich mit dieser Kreation die Welt verändern würde. Eine Revolution! Ja. Die Entwicklungskosten sind allerdings sehr hoch. Deswegen ist es noch nicht verbreitet, aber... Jedenfalls, ich liebe seitdem das Programmieren. Du weißt nicht, wie glücklich es mich macht, andere glücklich zu machen. Es ist offensichtlich, wie sehr du Computer liebst. Du scheinst einfach heller, wenn du über diese redest. Ach, tut mir leid, ich habe die ganze Zeit nur über mich geredet. Nein, es hat mir eine Menge Spaß gemacht, dir zuzuhören. Hä? Huh? Wirklich? Jupp, ich hoffe, dass ich das nächste Mal noch mehr über dich erfahren darf. Na gut, ich freue mich auf das nächste Mal. Es ist ein Versprechen, okay? Chihiros Bericht wurde anhand deiner Erfahrung aktualisiert. Du hast die Fähigkeit Reminiszenz freigeschaltet. Chihiro und ich verabschiedeten uns und gingen zurück auf mein Zimmer. Damit meine ich ich. Ich bin auf mein Zimmer gegangen. Joa. Warte mal. Der ganze Tag ist vorbei? Toko hat mir so viel Zeit gestohlen, no! Ahem. School announcement, school announcement. Oh? Nighttime is quickly approaching, but before it arrives, all students, please gather in the gym immediately. Okay. Emergency! Emergency! In der Turnhalle versammeln? Warum jetzt? Mir will das nicht gefallen. Ich habe ein äußerst schlechtes Gefühl. Oh oh. Oh oh. Diese Gegend verlassen? Ja. Kyoko! Oh, Kyoko! Hast du die Durchsage gehört? Indeed. Ja. Ich will nicht gehen, aber eine Wahl haben wir nicht, oder? Right. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gute Nachrichten sind. Aber wir sollten ihm erst einmal gehorchen. Goodbye. Also gehe ich voraus, in Ordnung? Ich kann ehrlich gesagt nur das tun, was Monokuma mir sagt. Yep. Sonst irgendjemand hier? Hey, Mondo. Yo. Hey, Mann, gehst du dahin? Klar, sind alle bereits hingegangen? Scheint so. Ich hasse es, aber es wird nicht gut enden, wenn ich diesen komischen Bär ignoriere. Mondo? Sicher, dass es dir gut geht? Du gingst letztlich in der Sauna richtig ab. What? Ha? Ich ging ab? Die Kacke war piss einfach! Yo. Aber weißt du, er hätte gedacht, dass ich ein Männerversprechen an den Toren der Hölle finden würde. Jedenfalls sollten wir langsam zur Turnhalle gehen. Mann, was ist da genau passiert? Naja, die haben sich angefreundet. Die haben irgendwas die haben eine Gemeinsamkeit gefunden. Ich habe übrigens wirklich Angst, dass jetzt schon Mord ist. Irgendwie... Ich will nicht so wirklich, ne? Komm schon. No. Hey, Hifumi. Hey, Hifumi. Warum bist du noch nicht drin? Was? Mr. Naegi, erschrecken Sie mich nicht so. Tut mir leid, aber du solltest wirklich reingehen. Nein, gehen Sie nicht. Sie dürfen nicht. Das sagt mir mein freundlicher Geist. Ich habe auch ein schlechtes Gefühl, aber wir dürfen das nicht ignorieren. Verdammt, das ist wahr. Dann haben wir doch wohl keine Wahl. Ich sollte auch gehen. Dann rein da. Und zu bitten, hier zu versammeln. Was hat er vor? Well. Ja, was wird dieses Mal uns erwarten? Bei ihm wird es auf jeden Fall nicht langweilig. Das ist klar. Wie ist das lustig?
Kannst du nicht einfach mal wie eine normale Person grinsen? Wie eine Hausfrau in einer klassischen TV-Show, die am Ende einer Episode immer lächelt. What the heck? Irgendwas ist auf jeden Fall mit dir falsch gelaufen, wenn du an so einem Zeitpunkt lachen kannst. Wer von uns hier falsch läuft, hä? Huh? Was? Was? Wer von uns läuft hier falsch, hä? Huh? Ach so. Was soll das heißen? Egal. Jedenfalls will ich niemanden töten. Allerdings will ich auch nicht hierbleiben und sterben. Ich habe dich nur bewundert, dass du so leben kannst und trotzdem deinen Verstand behältst. What is this? Das erinnert mich. Erinnerst du dich noch, als du von einer Polizei redetest, die uns retten wollte? Wie endete das, hm? Es gibt keine Rettung. Well... Das ist... Huh? Certainly. Es ist seltsam, das stimmt. Keine Chance, dass die Polizei nicht über so etwas Bescheid wissen würde. Wir sind schließlich in der Großstadt. What? Fuck the police! Vielleicht ist der Drahtzieher so mächtig, dass er sogar die Polizei in seine Gewalt hat. Wäre das möglich? Could it be? Oh, das hat hiermit wahrscheinlich nichts zu tun, aber... Dann halt die Klappe! Nein, ich werde es sagen. Letzte Nacht war ich in der Nähe der Haupthalle spazieren, als ich urplötzlich es gehört habe. Was gehört habe? Ein Geräusch, das... Keine Ahnung. Was für eine Art Geräusch? Keine Ahnung. Aber wenn ich es beschreiben müsste, hört es sich an wie eine Baustelle, schätze ich. Eine Baustelle? Vielleicht habe ich es mir auch nur eingebildet. Ich habe es nur sehr schwach gehört. Dann hast du es dir definitiv eingebildet. Muss wohl das Geräusch der heißen Luft in deiner Birne gewesen sein? Oh, Toko teilt aus. Hm? Er ist da. Iro hat nicht ein Geräusch einer Baustelle gehört. Aber vielleicht war es das Geräusch einer Explosion? Ha? Ja. Oder vielleicht das Geräusch einer Schusswaffe? Das hört sich doch ungefähr so an, oder? Wovon redest du? Mehr darf ich nicht sagen. Meine nicht existierenden Lippen sind verschlossen. Es ist ein Geheimnis. Und? Nun gut, aber was kannst du uns sagen? Warum hast du uns hierher gebeten? Du gehst aber auf Vollrisiko, nicht wahr? Bevor wir zu diesem Teil kommen, könnte ich mich ein wenig hinsetzen. Ich habe mittlerweile nur noch ein wenig Energie. Bären werden halt viel schneller alt als Menschen. Oder so, keine Ahnung, was auch immer. Könnt ihr nicht erraten, warum ich euch hierher gebeten habt, ihr fleißigen Studenten? Nein? Dann hört gut zu. Seit Tagen habe ich keinen Täter mehr gesehen. Mir wird langweilig. Hey, Also wollte ich dieses Monster ein bisschen aufpeppen. Motiv gefälligst. Motiv? Weitere Videos? Willst du uns etwas Verstörtes sehen lassen, damit wir erneut unsere Freunde töten? Die Videos sind nicht schuld. Sie töten keinen. Du nimmst letztendlich eine Waffe in die Hand. You hear me? Ich weiß zwar nicht, was du planst, aber wir werden uns nicht einander verletzen. Egal, was geschehen mag. Ich schwöre es hiermit. Du redest auch gerne etwas länger, nicht wahr? Das wird mich aber nicht ablenken. Nein. Lasst uns beginnen. Das Motiv. Dieses Mal geht es um Geheimnisse. Solange ihr lebt, ist es Fakt, dass es Dinge gibt, die anderen vorbehalten sein sollten. Deswegen habe ich ein bisschen Recherche betrieben und eure dunkelsten Geheimnisse ans Licht gebracht. And those embarrassing memories and secrets are all contained in the envelopes I have right here. I'm going to hand them out now. So take a second to take a peek. Nachdem Monokuma fertig war, warf er alle Umschläge auf den Boden. Ich nahm schnell den Umschlag, der meinen Namen trug. Nervös öffnete ich ihn und fand eine einzige klare Notiz da drin. Danach zuckte mein ganzer Körper zusammen. Makoto machte bis zur 5. Klasse sein Bett nass.
Was? Wie? Woher weißt du das? Ihr da redet auf einmal. Ihr habt 24 Stunden. Wenn ich bis dahin kein Blut sehe, werden all eure dunkelsten und peinlichsten Geheimnisse der Welt offenbart. Vielleicht werde ich den Menschenmengen da draußen alle Geheimnisse mit deinem Mikrofon laut vorlesen. Ja, das wäre so peinlich. Das ist also das Motiv? Jupp, richtig. Sie sind alle ziemlich unschön, glaub mir. Niemand will, dass die Dinge ans Tageslicht kommen. Das stimmt, aber wir würden uns niemals für so etwas töten. Was sagst du da? Er hat recht. Dein Plan wird scheitern. Niemand würde für so etwas töten. This is kind of depressing. Oh nein. Liegt das daran, weil eure Geister immer noch mit der Außenwelt verbunden sind? Ich habe Geheimnisse, für die ich sterben würde, sofern niemand sie weiß. Also dachte ich, dass ihr gleich wärt. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Mann, warum wollt ihr euch nicht für so etwas töten? Das pisst mich einfach an. Aber was kann ich tun? Ich werde einfach in 24 Stunden die Geheimnisse verbreiten, damit es mir besser geht. Jupp. Okay. So traurig, so deprimiert. Auf nicht Wiedersehen. Mit einer fast überzeugenden Grimasse der Depression ging Monokuma ganz langsam aus der Turnhalle heraus. So, ich wusste nicht, was alles hätte passieren können, aber ich glaube, dass es dieses Mal nicht so schlimm ist. Ich meine, ja, natürlich wäre es mir peinlich, aber werde das wirklich jemanden zum Töten motivieren? Listen to me. Gute Neuigkeiten, Klassenkameraden! Ich habe eine fantastische Idee! Warum erzählen wir unsere Geheimnisse nicht einfach hier und jetzt? Wenn wir das tun, wird jede Art Motiv sofort erstickt. Das ist ziemlich schlau, nicht wahr? Okay, also mein Geheimnis ist... Ich will deine Geschichte nicht hören. Was? Und meine werde ich auch nicht erzählen. Mit mir egal, was ihr alle sagt. Ich werde nichts sagen. As for me, dem stimme ich zu. Nicht, weil es mir peinlich ist, sondern weil es unmöglich ist. Oh? Nun, es ist von menschlicher Natur, dass man etwas Unmögliches hören will. Komm schon, sag! Nein. Come on. Es ist okay. Nur noch ein bisschen. Komm! Honestly. Ich bereits sagte... Here we go. Komm schon! Hey. Ich werde es dir nicht erzählen, du kleines Arschloch! Hey. Ja! Auch ich stimme dem Ganzen zu. Warum sollte ich? Was denkst du, Chihiro? I'm sorry. Tut mir schrecklich leid, aber ich brauche etwas Zeit allein. But... Aber danach vielleicht. Nachdem ich stark geworden bin, kann ich es allen erzählen. Habt etwas Geduld. So, Wenn du nichts sagen möchtest, musst du es auch nicht. Ich will es zudem gar nicht hören, ehrlich gesagt. That's true. Wenn jeder sich so aufführt, muss ich, obwohl mein Bruder dies vorgeschlagen hat, mich ihnen anschließen. Nun, das ist okay. Wie dem auch sei, es sind nur ein paar Geheimnisse. Ich bin mir sicher, dass wir dieses Motiv überstehen werden. Hoffentlich. Ein Geheimnis, das tötet. Poetisch, aber wahr. Okay, wir werden das hier also nicht machen, aber... Jeder hat 24 Stunden, um sich vorzubereiten. Natürlich wird das nicht spaßig, aber niemand wird dafür sterben müssen. Nicht erneut. Also, bitte, tut nichts Dummes. Ja, und wie du das Ganze wiederholst, macht mir am meisten Sorgen. Oh, nun ja, tut mir leid. Es wird definitiv nicht einfach, aber wir... Natürlich. It is now 10 p.m. As such, it is officially nighttime. Nighttime. Soon the doors to the dining hall. Okay then. Wir kennen's. Nachtzeit? Okay, ab ins Bett. Of course. Gute Idee. Wir werden uns auf morgen vorbereiten müssen. Ich wurde mit einer blutroten Sorge zurückgelassen, die ich nicht abschütteln konnte. Die gleiche Sorge, die ich am Morgen in der Cafeteria hatte, als Sayaka gestorben ist. Geheimnisse, die du geheim halten möchtest. Ein Geist, der uns mit der Außenwelt verbindet. Ehrlich gesagt, die ganze Kacke, die Monokuma laberte, hatte keinen Effekt auf mich. Es ist unmöglich, dass jemand für so etwas tötet. Zumindest dachte ich das.
Aber vielleicht war ich zu optimistisch. Deswegen ich ohne Widerstand. Gott, ich bin auch müde als sonst. Einschlief. Aber ich wusste nicht, dass eine rote Tragödie zur gleichen Zeit passierte. Monokuma Theater! Hey, hast du eine Sekunde? Ich will dir etwas anvertrauen. Es geht um die Welt und ihre Weise. Ich meine, den Unterschied zwischen passiv und aktiv. Nein, ich meine, zum Beispiel den Unterschied zwischen... Ups, ich habe ihn umgebracht. Und ja, ich habe ihn umgebracht. Überraschenderweise gibt es Mengen von Menschen, die solch einen Unterschied nicht wissen. Krass, krass. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen Ups und Ja. Du verstehst, was ich meine, oder? Jeder kann jemanden in einer heißen Situation töten. Aber es gibt nur ein paar Menschen, die es planen. Eine Entscheidung zu treffen und diese dann auszuführen, ist viel schwerer, als sich von den Emotionen treiben zu lassen. Letztendlich ist die Vorbereitung das Wichtigste. Die Absicht, das Motiv, die Hoffnung daraus. Jetzt würde der schlaue Leser fragen, warum sagst du so etwas? Well, I'm not totally sure myself. Maybe you should try reading between the lines. Nun mehr dazu im Class Try Nummer 2, Leute. Morgen. Guten Morgen. Good morning! Ah! Solch eine süße Reaktion. Gut, dass du mich nicht enttäuscht hast. Was? Was tust du hier? Yep. Ich wollte es ein wenig interessanter machen. Statt einer Ankündigung wollte ich dich persönlich wecken. Wofür? Wegen des Spaßes. Nun, da ich schon hier bin, wollte ich dir noch etwas Persönliches sagen. Was denn? Sicher, dass es so weise ist, so entspannt zu sein, obwohl etwas geschehen ist. Dein Gesicht ist so blau wie das Wasser in Dänemark. Was ist passiert? Wovon redest du? Du solltest es selber herausfinden. Viel Glück, ultimativer Glückspilz. Etwas ist geschehen. Das kann nicht sein, oder? Nein, er lügt. Es ist unmöglich, dass... Aber was, wenn es stimmt? Nein, das ist egal. Ich muss zur Cafeteria. Ich muss zur Cafeteria. Ah, Makoto. Geht es dir gut? Hey. Hat dir Monokuma auch gesagt, dass... Hiro, Hina, Sakura und... Byakuya. Ihr seid die Einzigen... Wo ist der Rest? Entweder möchten sie etwas, das Monokuma gesagt hat, bestätigen, oder... Perhaps. Es kann nicht sein. Schon wieder? Mord? Nachdem Monokuma so etwas andeutete, quetschte sich der unschönste, gruseligste Gedanke in meinen Kopf. Es benötigte all meine Kraft, um ihn zu unterdrücken. Also, wenn etwas geschah, bedeutet das, dass jemand von gestern Abend beeinflusst wurde? Das kann nicht sein. Die Sachen waren nur Erinnerungen. Nur? Sei nicht so naiv. Offensichtlich ist jemand in seine Falle getappt. Ha? Jemand ist wert, anhand seiner eigenen zu übertrumpfen. Weißt du, wie gefährlich das ist? What the heck? Warum hast du gestern nichts gesagt? Naturally. Hast du bereits vergessen? Ich bin kein Freund. Was bekomme ich davon, wenn ich euch helfe? Just the worst. Hör auf! Bei ihm ist irgendwas definitiv falsch gelaufen. Wait. Das ist momentan nicht wichtig. Wir müssen herausfinden, was geschehen ist. That's fine. Richtig, teilen wir uns auf und suchen nach dem Etwas. Das Spiel lebt. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Und? Ich habe an jedermanns Tür geklopft, aber keine Antwort. Nirgendwo. Sie sind alle bereits in dem Schulareal. Dann hat es wahrscheinlich mit dem ersten Stock zu tun. Das ist nämlich das Areal, was neu ist. Also scheint es ein guter Kandidat zu sein. Danke für den Hinweis. Dann gehen wir mal dahin. Ab nach oben. Ich habe ein bisschen Angst davor.
Hey. Yo. Hey, Makoto, was denkst du? Hä? Huh? For serious? Yakuya, findest du nicht auch, dass er verdächtig erscheint? Ich weiß es nicht. Du kennst dich doch mit Intuition besser aus als ich, oder? Hä? Huh? Was soll das heißen? Naja, du bist doch ein Geistlicher, oder? Hey. Hör mal, Makoto, ich glaube, dass du nicht ganz verstanden hast, was ich tue. Okay, Wahrsagen ist nämlich... total anders als diese Intentionsmist! Ich bitte dich, das zu verstehen. Also willst du mir sagen, dass das Wahrsagen keine Intuition ist? Sorry, aber das macht keinen Sinn. Ab nach oben. Och, Mann! War doch gerade noch so halbwegs friedlich, ja? Wir haben angefangen, Freundschaften zu knüpfen. Die seltsamsten Seiten an manchen Leuten kennenzulernen. Dies, das, Ananas, ihr wisst Bescheid, ne? Ist im Klassenzimmer jemand? Reality isn't everything. Nix, okay. Sehe ich vielleicht auf der Karte, wo die alle sind. Byakuya ist in der Turnhalle. Okay, Quatsch, nicht Turnhalle. In der Bücherei. Okay, ist hier was. Hallo? Byakuya? Hier gibt es nichts Interessantes. Findest du nicht auch? Du solltest woanders gucken gehen. Okay. Hey, was machst du da? Ich habe bereits alles untersucht hier. Oh. Oh, warte mal, das ist... Ah, ich habe angenommen, das ist der Ausgang. Ah, das ist einfach nur eine verschlossene Tür, ha? Huh? Einfach nur eine verschlossene Tür. Da war auch niemand drin. Ich meine, wenn jemand irgendwo tot liegt, wird das auch nicht angezeigt, hä? Baby is sleeping, please be quiet. Psst. Nee. Doch, der Pool. Okay. In die Mädchenumkleide kann ich ja nicht rein. Oh boy. Hä? Huh? Die Tür ist offen. Aber sollte sie nicht normalerweise geschlossen sein? For this investigation, I have unlocked the doors. Please look around to your heart's content. Okay. Ermittlung? It's all clear now. Byakuya! I see. Es ist offensichtlich. Ein Mord geschah. Jetzt ist es Fakt. Komm schon. Und die Umkleidekabinen? Sie sind auffällig, sehr auffällig. Nicht wahr, Makoto? Hä? Huh? Auffällig? Es scheint, dass niemand die Umkleidekabinen durchsucht hat. Wir starten einfach mal mit der Mädchenumkleide. Er murmelte so leise, dass ich fast nichts verstand. Und auf eine Antwort wartend, riss er die Tür der Mädchenumkleidekabine auf und... Die Zeit fror ein. Was? Ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, als sie schließlich prozessierte, dass sie tot war. Aber kurz danach... Ein wilder, fast dämonischer Schrei floh aus meinem Mund. Kapitel 2. Tödliches Leben. Ups. Es hat leider Chihiro erwischt. Und mit diesem bösen Cliffhanger mal wieder. Lasse ich euch alleine, Guys. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oder auch nicht gefallen. Ist leider schade. Aber wir sehen uns am Morgen und schauen, was es damit auf sich hat. Bis dahin, Guys, ja? Tschüss, bye bye. Don't let the bed bugs bite.